Das ist das ganze Problem mit vielen Menschen. Jeder hat seine eigene Botschaft. Nein, wenn du auf das Leben um dich herum hörst, gibt es eine Botschaft. Alles Leben spricht. Jedes Leben, von einem Mikroorganismus zu einem Wurm, zu einem Insekt, zu einem Vogel, zu einem Tier. Es spricht. Und jetzt haben glücklicherweise auch die Menschen angefangen zu sprechen. Was der Zustand des Planeten ist, bitte hört auf die Botschaft, die das Leben um uns herum gibt. Es ist nicht nötig, dass ich eine eigene Botschaft abgebe, du eine eigene Botschaft abgibst. Alle 8 Milliarden Menschen ihre eigene Botschaft abgeben. Das ist das Problem. Wir haben zu viele Botschaften, nur weil wir ein bisschen Gehirnaktivität haben. Erfinden wir zu viele Botschaften. Hör einfach auf alles Leben, was wir dem Leben um uns herum antun. Wenn du darauf hörst, wird es nur eine Botschaft geben, nämlich, das Leben ist das Allerwichtigste. Wir denken, Leben bedeutet nur mein Leben. Nein, unser Leben ist nicht unabhängig vom Leben um uns herum. Wenn morgen alle Insekten sterben, werden wir alle innerhalb von 3 bis 4 Jahren tot sein. Wenn alle Würmer sterben, werden wir alle innerhalb von 1,5 bis 2 Jahren tot sein. Wenn jetzt alle Mikroben sterben, werden wir alle jetzt tot sein. Deshalb, sie sind die Grundlage des Lebens. Man kann nicht die Grundlage des Lebens zerstören und glauben, dass man gedeihen wird. Das ist im Moment unsere Vorstellung vom Leben. Ich habe gerade jemandem gesagt, unser Zustand ist momentan so. Du bist ein junger Mann. Und wenn du heiratest und eine Familie hast, dann baust du ein Haus. Wenn du dann Kinder hast, willst du noch ein Stockwerk darauf bauen. Dann bist du so ein kluger Kerl, so ein schlauer Kerl, dass du die Fundamentsteine herausziehst und das erste Stockwerk des Hauses baust. Wie lange wird dein Haus bestehen? Das ist genau das, was wir tun. Wenn du diese eine Botschaft verstehst, können wir es reparieren. Es ist noch Zeit, es zu reparieren. Lass uns nicht warten. Lass es uns warm machen.